Wenn ich Claude Ndiaye Konjac vor allem Sturmlinien anschaue, muss ich sagen, sie haben eine gewisse Qualität dort. Ich habe ja nur Preseason-Spiele gesehen natürlich bis jetzt, aber ich meine, Markus Kullmann zusammen mit Micke Karlsson, das ist schon Qualität, vor allem mit Ball. Schone und Jokinen in der anderen so Scoring-Linie, das ist schon zwei ziemlich okay Stürmerpaare, die gut sein können. So, das finde ich könnte ein Vorteil sein für Klopp und Jets. Die Schwächen dort, die Kaderbreite ist ein Fragezeichen. Also was passiert, wenn zwei von denen, die ich erwähnt habe, sich verletzen beispielsweise? Das könnte sicher ein Fragezeichen sein für Klopp und Jets.